Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wisst, habe ich einen iPod Touch und der hier kaputt ist. Wegen mir. Beziehungsweise wegen meinem Freund. Und ich habe mir jetzt, einmal habe ich eine von einem YouTuber bekommen. Any case. Die Adresse zeige ich jetzt nicht. Die machen wir jetzt mal auf. Das ist einfach ein normaler Briefumschlag. Hat er das eingepackt? Dann haben wir hier nichts mehr drin. Und hier ist dann das dann eingewickelt. Und der Silikoncase. So. Ist jetzt nichts mehr. Eine Silikoncase von den iPod Touch 4G und er hat noch ein grünes Staubtuch eingepackt. Gelb-grün. Eine Silikoncase, durchsichtig. Ja. Jetzt tun wir die mal rein. Tun wir den iPod mal rein. So. Geht ein bisschen schwer mit deiner Hand. So. Ne. Ich muss es mal gerade hinlegen. Okay. Und gleich habe ich es. Okay. Ja, also. Das ist eigentlich sehr gut. Ist gut in Hand. So, okay, dann kommen wir hierzu. Dann hier ist das extra. So, dass man das richtig draufdrücken kann. Also das ist geschlossen, das finde ich gut. Als Schutz. Und hier, Moment, noch mal gerade in den anderen Raum, sonst wird es zu laut. Und hier haben wir dann, das ist durchsichtig, wir sehen, die Tasten sind auch geschützt. Und hier ist auch frei. Hier ist sehr großzügig ausgespäht. Vom Button nicht geschützt, man kann noch alles bedienen. Ja, ich find's gut. Okay, so viel zu dieser Case. Einen Moment. So, also, ich war bei Saturn und habe mir noch eine Case gekauft. Und zwar, also diese Case habe ich übrigens in einem Giveaway gewonnen. Okay. Also ich habe mir diese Case gekauft. Eine geht mehr so auf Hard Case von Belkin. Die nennt sich SNTI 031. Ist neu. New. Ja. Gucken wir uns das mal an. Ich finde die Farbe sehr schön. Ich denke, das sieht auch gut aus. Ja. Weil nicht ganz Silikon, aber geht mehr hart geht. Das wäre erst lösen. So. Jetzt diese Halterung. So, und dann können wir die Case rausziehen. Und hier ist jetzt nichts mehr. Ziehen wir es mal da raus. So, also hier haben wir jetzt nichts mehr. Hier ist dann nur noch so ein Plastikding.
hier so. Als Kamera. Naja, und sie geht. Also wie gesagt, ich finde die sehr schön. So dieses Gelb, dieses gelbliche, grünliche und weiß. Und ich denke, das sieht doch gut aus, so schwarz. Okay, dann machen wir diese Case jetzt mal ab. Und tun die hier rein. Achso, Moment. Also es ist mehr so Hard Case, auch wenn es nicht komplett hart ist, aber sehr, sehr stabil. Diese Case hat 19,99 € gekostet. Okay, hier ist auch gut ausgespäht. Hier finde ich es ein bisschen besser, denn hier ist alles einzeln. Ich finde es besser, persönlich, keine Ahnung wieso. Ja. Der Sleep-Button und die beiden Tasten hier. Lauter leise sind geschützt. Okay. So. Kräftig ausgespäht. Also ich finde, das sieht so sehr, sehr, sehr cool aus, wie ihr seht. Ich hoffe, das stört nicht so, weil ihr wird gerade gemeldet. Egal. Okay. So, jetzt kommen wir zu meinem ersten Kritikpunkt, der schlechte. Das lässt sich nicht perfekt drücken. Man muss schon feste. Aber es funktioniert. Es funktioniert auch gut, aber eben schwer. Und bei den Tasten ist genauso. Oh, ein bisschen schwer. Ja. Also. Mein Fazit. Diese Case ist eine Silikon-Case. Ich finde sie sehr gut, aber hier finde ich es ein bisschen blöd, dass das hier so hier hätte ein bisschen härter sein können. Mein Fazit. Zu dieser Case. Super Case. Und hier der blöde Punkt, eben, dass man die Tasten nicht gut drücken kann. Sleep und die beiden. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich hier oben. Und ja, das war es schon wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.